Servus Leute, wir spielen wieder Random Games im Browser. Ludo ist es dieses Mal. Dabei sind Light, Gondrel, Phoenix, Lea und Toast sitzt auch noch im Test rum und andere Leute auch. Ich spiele nächste Runde mit, okay? Geil! Ja, nächste Runde spielst du mit, genau. Finde ich auch gut. Ich schreibe jetzt was Schönes in den Chat rein. Ja, schreib was Schönes in den Chat rein, ich werde in Skype angeschrieben. Jetzt! Und du kannst auch gerne deine Zuschauer darauf hinweisen, wie das Spielbrett aussieht. Ja. Nein, das sollen sie selbst rausfinden. Okay. Hakenkreuz. Startet das Spiel schon, weil bei mir ist noch dieses Warte. Nein. Soll ich starten? Kann ich starten? Warte kurz. Ich darf noch nicht starten. Irgendjemand hat wieder Probleme. Ja, ich möchte nur die Aufnahme starten. Moment. Also. Okay. Ja, ich will sie dann auch mal starten. Okay, darf ich sie starten? Danke. Ja, jetzt mach doch mal hin hier. Dankeschön, ich will mal anrufen. Meine Aufnahme läuft schon, meine Zuschauer langweilen sich schon. Ja, halt da, Morwin, interessiert deine. Jetzt haltet mal die Presse und startet eure Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen in einer kleinen Runde Ludo, dem abgefucktesten Game, das ich kenne. Bis jetzt. Ich hasse dieses Spiel so, aber das macht einfach so Fun. Viel Spaß. Viel Spaß. So richtig demotiviert. Viel Spaß. Kann ich jetzt starten? Ja, Phoenix muss noch Aufnahme starten. Ach, übrigens, Light von Phoenix ist dabei und wieder mal Lea, die ihr aus TTT kennt. Ja. Auch die Tischdeko, die spielt jetzt auch mal mit. Ja, die Tischdeko. Nee, Raumdeko. Du warst doch die Raumdeko in TTT. Ja, du warst Raumdeko. Gut, dass ich das weiß. Und der Toast wird ausgeschlossen. Ja, Toast wird ausgeschlossen. Phoenix, darf ich starten? Ach ja, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ja, tatsächlich, man sieht sogar, um welche Uhrzeit ich aufnehme. Das ist ja schön. Ist das da? Steht das da irgendwo? Oh Gott. Ich muss ganz ehrlich sein. 23:35 Uhr. Nehmt einfach so auf, der X-Story. Okay, ja, go. Habt ihr eigentlich euren ganzen Screen recorded? Also inklusive Taskbar? Ja, habe ich. Warum? Ey, jetzt sieht man mein Bild, ne? In euren Aufnahmen. Oh ja, man sieht dein Bild. Egal, man durfte dich ja eh auf Facebook adden. Also, auf Facebook suchen durfte man dich ja. Siehste, Lea kommt gleich beim ersten Schwung raus, vorne hat's bei mir. Sie kommt gleich beim ersten Schwung. Alter. Eine Figur auswählen, mit der du rausgehen möchtest. Ja, genau. Übrigens, als kleiner Hinweis, wenn du zu einem Stern hinkommst, wirst du zum nächsten Stern weiter teleportiert. Ja. Auf den Weltkugeln kannst du nicht geschlagen werden. Ja, du müsstest jetzt auf deine Figur drücken. Ach so. Ja. Oh. Für den Hinweis. Oh. Ich bin wieder gerne, Süße. Oh. Danke, Hasi. Bitteschön. Ah. Oh, chillig, ich komme. Jetzt komme ich wieder nicht raus, das ist ja voll mies. Siehste, und Achtung, jetzt zeige ich meinen Zuschauern das. Hui, Stern, wupp. Läuft. Alter, was geht mit dem, ey? Der geht zum nächsten. Wenn du Stern würfelst, dann springst du zum nächsten Stern und der katapultiert dich zum nächsten. Genau. Oder ich hab noch nie einen Würfel gesehen, wo eine Weltkugel oder ein Stern drauf ist. Das ist auch nur in diesem bescheuerten Spiel, so von dieser bescheuerten Spieleseite. Es gibt auch keine Dreien und Fünfen in diesem Würfel. Und von den Entwicklern, bzw. Designern, die nicht bemerkt haben, wie das Spielbrett aussieht. Die sind echt so absurd. Ey, also sowas muss man echt mal hinkriegen. So ein Designfehler gibt's doch nicht. Das ist fuck, und nach der Weltkugel darf ich nochmal. Danach kommt noch eine Weltkugel. So jetzt darf ich nochmal. Ich komme nochmal zu einer Weltkugel. Ja, ich darf nochmal so. Du bist so ein verschissener Cheater, ey. Und komm jetzt zu das und mach jetzt. Wer ist ein Cheater? Phoenix. Jetzt die Weltkugel. Oder nee, das war Gonrell. Nee, ja. Gonrell, der gerade eben in der Vorrunde einfach nichts geschissen hat, ne? Ja. Aber so ein richtiger Arsch. Ach nee, ich bin grün. Ich hab auch blau gedrückt. Ja, guck mal, jetzt komme ich auch zu einer Weltkugel. Komm ich auch nochmal. Eine 4. Oh, hätte ich eine 3, wäre ich noch weitergekommen. Oh, Janik, ich bin neben dir. Oh, so mal Weltkugel. Hä, bist du gar nicht? Ah doch, du bist neben meinem Haus, hallo. Gonrel steht auf Platz 1, laut meiner Ich weiß. Willst du in mein Haus rein? Ich habe Süßigkeiten. Oh Gott, Lea, sorry, das muss ich tun. Ich habe keine andere Figur auf dem Feld. Was denn? Ja, so arme Lea, sie hat echt viel... du bist ja vorhin erklärt er es noch, ne? Man kann nicht rausgekickt werden. Du hättest übrigens mit einer Weltkugel, kannst du auch Leute aus deinem Zimmer rausholen? Nee. Ach ja, stimmt, ja, mit der Weltkugel. Ah, fuck. Ich bin so blöd. Gekommen. Oh, ich hab mal was geschissen bekommen. Oh nein, Phoenix, tu mir nichts, bitte. Oh. Was mit meinem Stern? Ja nochmal. Hast du mal gerettet? Ja, das hab ich gut gerettet, oder? 6. Hallo, du bist in der TS-Aufnahme. Hallo, ihr seid in der TS-Aufnahme. Hallo, ihr seid in einer Aufnahme. User was moved out of your channel. Ich habe keine Ahnung, wer. Nein, ich will es gar nicht wissen, wer da war, weil. Das waren Leute, die nicht erwähnt werden wollen. Genau. Bestimmt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
warte mal ganz kurz, Taskleiste. Ich hab ne 6, was? Ja, auf dein Figürchen drücken. Auch wenn du 6 hast, darfst du auf deine Figur drücken. Nö. Nee, nee, du, nur mit mir halt Kohle. Das ist halt kein Mensch, ärgere dich nicht, das ist Ludo. Tschüss. Luda, das ist Luda, Mann. Du bist das Luda. Sehr lustig. Ich bin immer noch dran, oder? Ja. Ja. Du darfst. Wer wurde, so. Wer wurde gemoved? Ich wurde hier rausgemoved und hab mich selbst wieder reingemoved. Ach so. Du bist ein Vollidiot. Ja, David hat ihn rausgemoved. Na, oh, geil. Light macht's gerade das Ding. Oh Gott sei Dank. Light macht das okay, Ding. Nicht Scherz. Hui. Sternchen. Ich ja, schlag sauer, sie mal bitte alle. Die waren sauer, weil ich sie rausgemoved hab gerade, weil sie da auch haben. Lea, no, du hättest eine 4 würfeln müssen, das kannst du eigentlich. Nix drauf außer Zahlen. Alter, ja, sagt der ja. Richtige. Weltkugel. Ich hab übrigens meinen ersten schon so im halben Haus. Tschüss. Oh, so richtig gemacht. Wieso würfelt ihr eigentlich immer Weltkugeln und Sternchen und sowas und ich krieg immer nur beschissene Zahlen? Ach ja, schau mal, was ich hier gerade hab. Nur Zahlen und komm nicht raus deswegen. Wenigstens wirst du nicht gekickt von den anderen. Gell, heul nicht rum, Lea hat viel schwerer als du. Hier, ne? Warum komme ich bei einer 6 nicht raus? Und warum sind die anderen? Nur weil du kommst nur bei einer Weltkugel raus. Das ist halt bei diesem Spiel so. Das ist jetzt halt anders als bei Mensch, ärgerlich nicht. Hast du denn auch noch so eine Weltkugel? Nochmal eine Weltkugel. Ich hab die ganze Zeit Angst, dass meine Cam an ist. Ich hab meine Haare nach hinten gemacht. Ein Lacker, ne? Die kann ich nicht nehmen. Die kann ich nehmen, die ist cool. Alter, es hat Phoenix einfach mal alle Figuren draußen. Genau, cool. Das ist halt schon alle sind cool. Phoenix ist voll der Cheater, ey. Ich bin halt voll der Pro. Nein, du bist ein Cheater. Ich bin Phoenix die Pro. Nein, bist du nicht. Pronix die Black. Pronix die Black. Gott dang it. Weil sie an wie so ein Astro. Zieh dich aus, dann wird's dir warm. Ja, siehst du, er hat schon wieder eine Weltkugel. Der Cheater. Ja, was? du kannst zu Leids Platz gehen und kannst auch hoffen, dass er keine Weltkugel würfelt. Oder ich kann zu Leas Platz gehen, die garantiert. Was passiert, wenn ich jetzt eine Weltkugel würfel und er auf meinen Platz, dann fliegt er raus, oder? Obwohl er auf einer Weltkugel so steht. Ne? Ja. Auch keine Weltkugel. Sehr gemein. Die Regel gilt dann alle zwei Weltkugeln gilt die Regel dann nur mit dem No-Kick. Von diesem Spiel, weil der einfach so laut ist, also. Ich hab ihn an. Oh, Lea, du bist bei mir ist es cooler, guck bei mir. Bin drin. Weiß und Lea braucht wahrscheinlich gleich eine Weltkugel. Oh, ja, wie seht ihr? Sie kriegt einfach gleich in der gleichen Runde noch eine Weltkugel, genau. Ja, das ist halt. Und ich bin halt ewig hier drin. Ich bin. Oh Mann! Alter, wie langweilig ist das denn? Muss man ganz ehrlich sagen, das ist Gonrils Pech. Wir haben gerade eben schon mal eine Runde gespielt und Gonril kam nie raus. Nee, das war echt so zum Kotzen. Das ist halt typisch für Gonril. Gonril kommt nicht raus, Gonril kann nicht rein, Gonril kriegt nichts zum Stechen. Ja, Lea. Gonril kommt aber nie zum Stechen. Ich spiele extra ein Lied auf der kleinsten Violine der Welt, okay? Nur für dich. Nein. Ja, spiel du erstmal die nächste Runde. Achso. Pass auf, wenn du auf einer Weltkugel bist, dann kannst du niemanden rauskriegen, der auf einer Weltkugel steht. Ja. Mir doch egal. Na, du, was? Du kannst die Leute... Du kannst sie stacken? Ich will auch. Das hätte ich machen können. Alter, Leas multiple Persönlichkeiten stecken einfach ineinander. Du bist so pervers, dass du einfach mit dir selbst Sex hast. Was geht? Das ist ein wenig eklig. Oh, jetzt das ist ein wenig eklig, aber auch irgendwie faszinierend. Sag mal, Phoenix, machst du das mit Absicht, dass du hinter meinem Haus bleibst? Ja. Du bist doch echt ein Arschloch, ey. Kannst du jetzt alle beide bewegen? Das würde ich jetzt. Das wäre ja cool. Nein, nicht. Stell mal vor, du stackst einfach alle vier gleich. Oh, weißt schon, ich krieg eine 1 dann einfach. Ja, guck mal, Gonrell, du kannst wieder rauskommen. Wie denn? Kann er nicht? Doch, kann er doch. Fail. So blöd. Ich spiele dann nächste Runde mit, ne? Ja, du spielst nächste Runde mit. Da schmeißt mir Phoenix raus. Prost, okay. Ja. Prost. Mein ja, falls es die Leute noch nicht gemerkt haben, Toast ist knusprig. Genau, Toast ist knusprig. Extrem. Ich bin aber noch knuspriger als der knusprige. Nein, bist du nicht. Lol, okay. Halt dein Maul, Leid. Junge, was ist los? Ich hab Monsterschwanz. Was? Hab ich das jetzt gesagt? Ja. Was geht denn? Ah, es ist 23.34 Uhr, also was bitte. 43. Gesagt, 43. Ich hab nicht verstanden. Irgendwas mit Monster. Ich hab meine Taskleiste nicht ausgerundet. Ist gut, dass du sie verstanden hast. 34. Aber Lea. Du weißt es schon. Ja. Lea, tut mir leid, es bleibt ja nichts anderes übrig. Was denn? Ach, du bist so ein Ficker. Es geht nicht anders. Jo, das ist korrekt. Okay, Leute. Absolutely. Ja. Dass die anderen immer viel zu laut sind, deswegen muss ich euch mal ein bisschen leiser drehen. Also ich kann nicht laut genug sein.
Oh, doch, nein. Doch, fick dich doch einfach. Nee. Ganz, ganz ehrlich, also, ich will, wenn ich aufgenommen hätte, hätte ich das vor das Intro geschnallt. Unos fand ich lustiger irgendwie. Ja, ich fand nee, Unos auch lustiger. Unre kriegt aber hier ordentlich auf die Fresse. Oh, Lea, es hat auch keinen mehr drin, toll. Hä? Guck mal, was der Light macht. Was passiert? Ich hab Gondrell einfach komplett nach Hause geschickt. Ich hab einfach in zwei Runden alle seine Männchen rausgehauen, die er hatte. Du bist ein Schwein. Richtig gescheit. Ey, Lea, ich bin direkt neben dir. Jedes Mal, wenn du redest, mach ich einfach jetzt einen Piepton. Ja, genau. Das klingt bestimmt lustig. Dann hast du das ganze Video voller Pieps. Ja, leider. Ja, ich lach hier die ganze Zeit. Ich glaub, da kommen die allzu viele Viewer. Ich finde das Spiel doof. Ja, lass nachher wieder eine Runde Unos spielen. Okay, wir spielen dann nochmal eine Runde Unos, ja. Ja, wir spielen Uno danach. Leute, dann im Anschluss von nach dieser Runde kommt. Achso, ich darf ja nochmal. Weil da kann Unos. Ich wenigstens. Unos. Unos. Unos, Stress. Ich glaube, Light gewinnt die auch, bevor ich überhaupt mal eine Figur reingebracht habe. Du meinst, bevor du eine Figur rauskriegst? Ich wette, es macht viel. Ihr seid doch so gemein. Einfach so gut. Also, er wollte es gerade noch sagen und dann ist es schon geschehen. Was denn? Ja, der Sekunde, wo ich gesagt habe, wer jetzt Marius, wo wir jetzt nicht viel wahrscheinlich rauskicken. Ich habe alle vier noch drin. Ich kann nicht mehr. So richtig, richtig gut. Wisst ihr, jetzt würde sich nicht mal rentieren, rauszukommen wahrscheinlich. Weil ich bin nichts danach sofort weg muss. Und ich werde, er bleibt mit Absicht da hinten drauf. Und warten. Er wartet jetzt. Mein Kiefer tut weh vor Lachen. Jo, das oh, Mann. Oh, ich freue mich auf das Video, mein... Leid. Das gucke ich auf jeden Fall. Das ist oh, ich bin voll nach hinten gepatapultiert, aber ich kann nichts machen. Oh Mann, ich das ist aber. Weißt du, ich hab dreimal eine 1 gewonnen. Du bist halt einfach unsere Nummer 1, Conrad. Der tut mir voll leid. Mir oh. Nicht. Phoenix ist voll mean. Wisst ihr, weißt du, bei jedem, übrigens bei jedem steht so eine Zahl drauf, auf welchem Platz er gerade ist. Bei mir steht einfach mal gar. Wehe. Wehe, Phoenix. Wehe. Wehe. Ohne Scheiß. Ich kann nichts für mein Würfelglück, sorry. Ich bin Platz 1. Bitte, ich brauche einen Stern. Ich brauche jetzt einen. Obwohl, nein, wenn ich jetzt einen Stern habe, dann hat er vielleicht auch einen Stern. Ja, geil, ich habe einen Stern gewürfelt, ich kann nichts machen. Das ist auch gut. Ja. Jetzt habe ich einen Stern. Oh Gott sei Dank. Weißt du, was jetzt kommt? Jetzt kriegt er eine Weltkugel und einen Stern. Nein, er hat einen Stern bekommen und danach. Oh Gott sei Dank. Ich spiele auch. Ja, du bist jetzt unsere Nummer 1. Go. Oh Mann. Noch Mann, das ist so beschissen. Ich komm da nicht rein. Ach, du musst da genau rein. Du musst genau rein, dann kannst du dreimal wieder würfeln. Ach, rein und raus. Und da drin werden die Dinger gesteckt, oder was? Genau, da drin werden die Dinger gesteckt. Ja, ich kann nichts anderes tun. Ich muss meinen Frust irgendwie auslassen. So, ja, sie war auch eine Weltkugel, oder? Nee. Godzilla! Du bist so ein Spacko. Nee, würfel du einen Stern, dann kriegst du ihn wieder weg. Dann hat er wieder alle vier drin. Wie geil ist das denn? Ich bin schon wieder über die halbe Map. Du bist aber schon mal wieder scheiß Erster, ne? Oh ja, ich hab's geschafft. Endlich. Na super, darf ich mal einen reinbekommen? Mal ich hab Erste. Gleich einen drin. Ich hab gleich einen drin. Bitte, Lea, versau mir das jetzt nicht. Lea, versau's ihm. Gondre, immer wenn du kurz davor irgendwo oh. Bist, dann bist du rausgekickt. Oh Gott, ja. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt das ist in seinem Real Life übrigens auch so. Ich könnte das noch schaffen. Ich könnte das noch schaffen. Oh. Doch, wenn Gondre eine 1 würfelt. Okay, er ist drin. Oh. Gondre hat es auch mal geschafft. Noch nicht ganz, wenn er ist drin. Aber er ist noch nicht ganz richtig nicht drin, ganz bei ihm ist es halt ein bisschen kürzer als bei den anderen Jungs. Ach so. Das ist ein bisschen ich schade. Ich bin mal hin. Wie kriegt ihr das hin, so? Bist du alle wie kriegt ihr das denn hin? Ich hab noch nicht mal einen richtig drin. Ja, der steckt zur Hälfte drin, ja. Mehr als Leute. Weißt, das ist ich sollte dieses Video definitiv ab 16 flaggen. Hallo wehe, Phoenix, du bist vor mir. Wehe dir. Der abonniert hier von meiner Zuschauer. Wie lange dauert das ungefähr noch? Weil ich muss kurz mal auf K. Ja, wir gehen mal kurz auf K.
glaub mir. Ja, gern mal AFK. Ich will nicht vor dich gehen. Oh. Doch, darf ich jetzt? Du. Ich sag's, ich krieg's kotzen. Weiß nein. Ich bin AFK. Viel Spaß. Was? Phoenix, komm, hol deinen letzten raus. Ja, Phoenix, hol deinen. Ja. Ja, ja. Trausch dich nicht, ne? Nee. Trausch dich nicht, so. Es ist nämlich klar, dass ihr gerade alle mindestens zwei drin habt. Lea, du hast auch zwei drin. Quasi. Und sogar zwei auf dem Feld. Und ich bekomme einen. Das ist ja Phoenix. Ich hab zwei. Oh Gott sei Dank. Ja? Ja. Gondrill? Ja. Ja. Ich muss überlegen. Wenn ich eine 1 habe, muss ich nach vorne gehen. Jetzt muss er echt nachdenken. Das ist ja echt viel verlangt für ihn. Also, schau mal auf die Uhr. Wetten, für wen? Fast 0 Uhr. Ich muss morgen um. Keine Ahnung, wann Alter, aufgehen. Chill mal. Es sind noch 11 Minuten bis 0 Uhr. Also, komm mal runter. Geil, mach mal hier. Ruhig. Alter, in Gradmann. Komm mal runter. Minuten ist Samstag. Also, chill erst mal. Ja, ich muss auch morgen arbeiten, du. Das wird mir voll stinken, wenn ich du wäre. Ey, aber das, also ich kann ja morgen ausschlafen, ne? Ich auch. Ich muss ja. Naja, Lea, du kannst nie so sehr ausschlafen, je nachdem, wie lange ich dich schlafen lasse, was? User joined your channel. Also, hallo, du bist in einer YouTube-Aufnahme. Tschüss. Ich move dich mal raus. User was moved. Warum moved ihr sie denn alle raus? Das ist doch einfach drin. Wieso? Leute, wisst ihr, das Geilste, ich kann trotzdem ausschlafen. Ich muss ja erst um 13 Uhr anfangen zu arbeiten. Ich will nicht das. Boah. Du hast einen drin. Respekt, ja. Kumpel. Respekt. Gondor hat sein erstes Mal. Ach, sein erstes Mal nach Hause gekommen. Ach ja, stimmt. Ich kann ja morgen gar nicht ausschlafen. Ich muss ein Mädchen danach penetrieren. Was? Was? Moment, was? Oh, Leid ist vor mir. Bitte jetzt eine 1. Ich glaube, ich muss das auspiepsen. Ja. Ich will keine Post-Production machen. Das ist so viel Arbeit. Das war gerade Absicht. Ich wollte dich dazu zwingen, Post-Production zu machen. Ich hasse dich. Das ist Post-Production, ich kapiere das nicht. Nacharbeitung vom Bild. Nach der Aufnahme bearbeiten. Das ist, was Lars nie macht. Light. Ja. Bitte. Ja. Setzen. Ja, ich bin gerade überlegen, was intelligenter ist, das da. Und dann, ne? Oh, sorry. Och, mein Hase, sorry. Ihr habt dich auch lieb. Gott sei Dank hat er sich nicht. Alter. Oh nein, Phoenix, bitte. Oh. Du musst dich da nahe bringen. Was sind das eigentlich für Punkte da in der Mitte von unseren Spielfeldern? Was bedeuten die? Die Felder, wie wir noch laufen müssen? Drin, ich. Oh nein, hast ein Sternchen. Es heißt eigentlich, ja Mensch, ärgere dich nicht, aber das wäre echt gemein. Das Spiel heißt Nazi, ärgere dich nicht. Also. Lea, ich hab dich gerade verschont, liebe mich dafür. Heiß und innig, später. What the fuck? Du meinst morgen? Das ist alles so falsch. Nee, später. Naja, in 9 Minuten ist morgen, ne? Mir egal, später einfach. Später. Alter, Phoenix, rück mir nicht so nah auf die Pelle. Ich mag dich aber so sehr. Nein. Ich komm von hinten, Gonzo. Alter, ohne Scheiße. Ich denke einfach einen riesigen großen Piepton über dieses Scheißspiel, ey. Alter. Ist ich aber so nicht. Weißt du, eigentlich könnte man dieses Spiel nehmen und über schöne politische Themen zu reden, aber nein. Ja, es ist eigentlich ein Spiel, was man damals mit den Kindern spielt, ne? Also ich habe das damals mit meinen Großeltern gespielt, als ich 6 war. Hakenkreuz ärger dich. Hakenkreuz ärger dich. Oh, willkommen, Niveau. Du hast noch einen anderen, du hättest auch Lea rauskicken können, du. Ich will aber Lea nicht rausgekickt. Ja, ich muss 50-50 machen. Alter, ich stand genau vor der Base, aber genau. Und dann kommt der coole Phoenix, die Black und rechts. Der coole Phoenix. Cool, Alter, ohne Scheiß, in welcher Welt bist du bitteschön cool? Komm, jetzt nur für eine 3, Phoenix. Ach, fick dich. Alter, wie Gondry gerade abgeht. Guck mal, wie weit er gekommen ist. Alter, chill mal, komm mal runter von. Chill mal. Was steht eigentlich im Chat? Pfirsich, Dollarzeichen, OO, Gondrelherz. Ja, Lea mag mich halt. Nein, sie tut nur so, damit du nicht aufhörst zu spielen mit uns. Ja, ist glaube ich echt so. Gut gemacht, Lea. Stimmt. Jetzt schweigen alle. Ja, stimmt. Ja. Boah, wäre sinnvoll, war, ne? Das war der Fehler eigentlich, aber okay. Ja, ich glaube, ich. Darf ich jetzt auch mal in Leas Haus vorbeiziehen? Danke. Ich bin gerade so blöd, ach so, das muss eine 3. Alter, nein, ach Phoenix, das hast du im Chat kaputt gemacht.
Das war ein Original, das ist eine, sorry, das ist eine Originalnachbildung. Nein. Echt? Also im Maßstab meinte ich jetzt, ne? Also ein Gleichzeichen entspricht ungefähr 1 Millimeter, ne? Nee, er hat es ein bisschen vergrößert, damit wir es sehen können. Na, warte kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warte mal kurz, ich muss mal nachdenken und nachdenken, ne? Phoenix, halt's mal auf. Phoenix ist dran. Das sind leider ein paar zu wenig. Sorry, Lea. Ey, ihr seid doch so kleine Arschkrampen, ey. Vor allem, weißt du, er könnte einfach mit der Zahl hätte er... Weißt du, mit der Zahl hätte er einfach reinfahren können. Nee, er kickt lieber uns beide raus. Ja. Das ist auch schon. Das wäre die beste Wahl gewesen, glaube ich. Macht. Nein, nein, Lea, nein, tu's mir nicht an. Oh, Glück gehabt. Tu's ihm an. Oh, oh ja, perfekt. Egal. Ich tu ihm was anderes an. Also, wenn... Hey. Angenommen, hier ist es gleich, ist ein Zentimeter. Ist immer noch ein bisschen zu klein gerade. Das ist ein bisschen blöd. Ah, du alter Penner, einfach halt deine Fresse. Ja. Ganz ehrlich, es interessiert doch keinen Arsch. Das Ding bekommt eh niemand zu sehen, so hässlich wie du bist. Boah, willst du das eigentlich wissen? Gemein. Ja, das war echt. Aber gerecht. Das war aber absolut berechtigt. Ich hab mal überlegt, Phoenix braucht halt bloß noch 22 Felder, dann hat er insgesamt gewonnen. Ja, das ist natürlich... Die Scheiße ist endlich vorbei. Die Scheiße ist endlich vorbei. Dann können wir Uno spielen. Moment mal, du spielst noch Uno mit? Ich dachte, du musst ins Bett. Ich hab bloß keinen Bock auf die Scheiße. Ihr müsst jetzt alle ins Bett. Hallo Paddy, du bist in einer YouTube-Aufnahme. Wollte ich dir nur mal sagen. Okay, ja, ich wollte eigentlich nur Vincent gerade wegen... Vincent guckt from Love with Paris. From Paris with Love. Ich bin gerade bei Marco. Ich bin dumm. Nein, Lea. Nein, Lea, gemacht. Lea, ich liebe dich. Oh, guck mal, hier kommen schon die ersten Liebesanfragen. Wer hat das jetzt gesagt? Drück gefällt mir, wenn ihr Lea auch liebt. Mr. Langschwanz, Mr. Ja, super, schon immer gescheit an. Ich hab grad mal einen drin und Phoenix hat gleich alle drin. A story of my life. Oh, ja, story of my life. Ah, nee, jetzt bitte nicht singen, du kannst es nicht. Okay, warte, ich bin erstmal wieder weg. Haust du? Ja. Tschüss. Buddy disconnected from your channel. Die Rolle. Alter. So Conrad hat einfach so ein Pech, ey. Bitte lass uns danach Uno spielen, dann wenigstens was. Tut mir leid. Warum tut's dir leid? Wir eben. Ich müsste leid tun. Halt's mal. Das war der schlechteste Wortwitz seit Jahren. Was ist denn los? Mein Name, hallo, ich bin Phoenix, die Black König des miserablen Wortwitzes. Also, du bist irgendwie König von all dem Scheißdreck. Jetzt halt einfach deine Fresse, meine Güte. Es ist doch nicht so schwer. Hey Leute, der König, der tut. Er sitzt auf dem. Ich bin König der Welt. Phoenix sitzt auf dem Klo mit der Klobürste in der Hand und so einer Krone. Ich bin der König des Scheißhauses. Das war ein richtig geiles Sample. Weißt du, so ein asozialer Penner, der einfach auf der Kloschüssel mit so einem Ding in der Hand und dann König der Kloschüssel. Soll ich dir ein echtes Foto von mir schicken? Ja, mach ein Foto, bitte. Aber mit Zylinder. Ja, oh ja, mit Zylinder. Ja, ohne Scheiß, ich gebe eiskalt mal in Google MIR ein. Einfach so, mir. Und da kommt eine Raumstation. Ja, herzlichen Glückwunsch. Geil, ne? Hätte ich dir auch so sagen können, Hasi. Ja, okay, Hasi. Alter, Lea, wärst du... Nee, ja, das war's nicht. Ich bin Hasi. Na, Alter, jetzt halt, streitet euch nicht um Hasi. Ich bin der einzige Hasi, ich bin der einzige knusprige Hasi. Das ist doch wie Konrad, ich konnte nicht anders. Das war unsere Aufnahme aller Zeiten. Lass dich von Lea ins Gesicht knicken. Ey, aber ich find's lustig, wie Phoenix sich einfach immer weiter nach draußen katapultiert. Seht ihr das eigentlich? Einfach nein, gar... Alter, what the fuck, warum bin ich angeschubst? Hör auf, Hiron. Henron. Henron mag dich, der will ja jetzt Mut zu trösten. Nee, Henron hat mir gesagt, dass er, warum man nicht in die Aufnahme mit darf. Das kann ich ja gerne sagen, Henron. Deswegen. Du darfst doch wohl, Hen. Jetzt schmeißt nicht immer Leute raus, die fühlen sich voll gemobbt. Das ist voll unfair. Ich zieh den jetzt nachher für die UNO-Aufnahme wieder rein.
Da okay. kann zufällig ja, sein, dass Felix immer weiter nach draußen Justin Bieber vor seinem Stimmbruch. Justin Bieber hatte schon einen Stimmbruch. Das ist eine gute Frage. Hoffe, er kriegt noch einen. Leute, bitte lasst mich wenigstens noch den zweiten reinkriegen, damit es nicht so asozial aussieht. Garantiert. Nö. Okay, also. Leid, danke. Schweine. Du weißt, -45 Punkte habe ich bekommen. Ist er echt jetzt echt so schlecht, dass er -Punkte bekommt? Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme für Uno. Bis dahin, mein Name ist Light, over and out. Immer schon aus. Und jetzt Uno.